IHC Olten auf Radio Inside. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank. Es hat ein bisschen Zeit gebraucht, den ich zu oben, Dani Hegemann, bis wir den 6-Sieg in Serie können, ins Trockene hineinfahren konnten. Wir mussten das Penalty schiessen müssen. Schlussendlich hat es dann auf eure Seite gebracht. Warum ist es so lange gegangen? Ein Teil ist sicher die Chancenauswertung. Über die ganzen 60 Minuten hatten wir viele Chancen, gehabt, wo man es hätte vorher können entscheiden können, wo man sie wahrscheinlich ein bisschen, nicht so aufkommen lässt, wie man die macht. Und, ich glaube, sicher die Chancenauswertung ist der grosse Teil, den wir heute ein bisschen geschwächelt haben. Ja. Vor allem, wir sind schon in Führung gegangen und nachher, wir müssen auch gleich schon ansprechen, ein bisschen den Umgang beim Shortender. Du bist dort mitten drinnen gewesen. Warum passieren so Sachen? Wir hatten schon ein Blackout gehabt. Es war natürlich schade gewesen, dass sie dann den Ausgleich machen konnten. Ja, ich muss noch mal anschauen, wie es genau funktioniert hat. Aber so wie ich es gesehen habe, ich probiere den Pass abzufangen. Es ist ein bisschen geflattert, springt man vom Stock weg und gerade eben auf den Stock. Also, ja, ich habe sicher nicht extra gemacht. Also, so etwas macht man, glaube ich, nie extra. Und ja, einfach wirklich blöd gegangen, in meiner Ansicht. Ja. Also, wenn man natürlich dir auch nicht unterstellen, dass du das extra gemacht hast, natürlich das Beste probiert, daraus zu machen. Und gleichwohl hat man nachher, vor allem im dritten Drittel, hat man probiert, unbedingt den Sieg noch zu holen in der Regular Time. Ist nicht gelungen. Du hast gesagt, keine Chancenauswertung geschossen gemacht. Und da ist das manchmal ein das Problem, dass man da einfach keinen Weg findet, dass die Scheibe irgendwie reingeht. Ja, aber wie gesagt, es war wirklich schwierig gewesen, über die ganzen 60 Minuten, nicht nur in den letzten 20, wo wir endlich mal ein bisschen Dampf machen konnten, wo wir uns viel vorgenommen haben, dass wir wirklich nach 60 Minuten gewinnen wollen. Sie haben einen guten Goalie, wirklich gut gespielt heute, müssen wir auch sagen. Und es gibt so Tage, da geht es nicht so einfach. Da musst du richtig, richtig dreckige Goal machen. Und heute haben wir es probiert und ist nicht richtig aufgegangen. Schlussendlich haben wir es im Benalte schiessen gleich noch richten. Jetzt am Samstag kommt noch ein Match vor der Nazi-Pause gegen Kloten. Eine Art Spitzenspiel. Und ich glaube, auch gegen Kloten wird man eigentlich auch mal noch zeigen, dass man mal als Sieger vom Platz kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, gegen Kloten auswärts. Wenn wir mit allem kommen, was wir haben, das wissen wir. Sie haben einen guten Lauf, wir haben ein paar Mal hintereinander gewonnen. Also, wird sicher spannend und wir geben alles, dass wir dort einen Punkt mitnehmen können. Also, wir sind gespannt am Samstag auswärts dann in Kloten. Radio Insights ist live vor Ort. Ab der 7:30 sind wir dann für euch in der Swiss Arena mit dabei. Der IHC Olten auf Radio Inside. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank.